Kannst du wirklich komplett eskalieren hier. Du kannst auch einfach nur auf der Stelle drehen. Also bekommen habe ich ein Driftauto, Maßstab 1 zu 43. Hier sieht man schon, Inhalt wird sein eins von denen und Kamera stelle ich auf. So, das hat noch eine Fernsteuerung, aber ich will jetzt hier nicht lang hinauszögern. Wir gucken jetzt einfach mal hier rein. So. Ja, Anleitung, okay. Batterien, bla bla bla. Und hier ist schon das gute Stück. Und zwar ein Nissan Skyline. In Silber. Ich glaube, den kann ich noch optisch ein bisschen pimpen. So sieht er schon ganz okay aus, aber irgendwie ein bisschen langweilig. Da geht mehr. Die Scheiben sind nicht durchsichtig, also ist einfach nur schwarz. Von unten sieht man Ladebuchse an, aus. Ist sogar geladen. Und er lenkt. Er hat auch Allrad. Das zeige ich euch gleich. Muss dann erstmal Batterien für die Fernsteuerung suchen. Aber so optisch ist ganz okay. Also ich finde, für das Geld ist das vollkommen in Ordnung. Der hat ungefähr 50 Euro gekostet. Gucken wir mal weiter in das Paket. Wir haben noch einmal mit dabei die Fernsteuerung. Die hat hier den An-Aus, Licht An-Aus, den Speed, der hat 3 Stufen und einmal Warnblinker anmachen. Und man kann hier noch den Trim einstellen, also die Voreinstellung, wie er links-rechts fährt. Ja, wenn die Spur ein bisschen verzieht. Dann haben wir noch dabei Gummireifen, falls man nicht driften will, sondern ein bisschen eher Rennen fahren will. Und noch ein paar Kühlhörner. Ach so, klar. Und natürlich muss man das Ding irgendwie aufladen. Also noch ein USB-C-Kabel. Dann mache ich den mal an. Okay, er blinkt. Und wenn ich jetzt die Fernbedienung anmache, hat er die Verbindung. Und wie ich vorhin schon sagte, das Teil hat Allrad. Schon ziemlich nice. Und wenn man hier oben auf das Warndreieck drückt, dann, achso, erstmal Licht an. Wenn man auf das Warndreieck drückt, dann blinkt er halt oder er bleibt so, ist normal an, ne? Logisch. Warndreieck macht der Warnblinker. Hier ist natürlich ein bisschen wenig Platz. Aber wir werden ihn gleich mal auf meiner Teststrecke ausprobieren, das gute Stück. Er ist angeschaltet, wir sind auf der Teststrecke. Das ist jetzt die langsamste Stufe. Das ist ein Stoffbelag, der Boden, aber man sieht es ja so richtig, in der langsamsten Stufe driftet er nicht. Ich mache mal eine Stufe mehr und dann kann man schon anfangen, damit wirklich rumzudriften. Ich finde, man kann auch ganz schön gut kontrollieren, also man kann schon gezielt hier irgendwas machen. Ich mache jetzt hier mal eine 8. Oder versuche es zumindest. Muss auch erst üben mit dem Ding. Wenn er so macht,
ist der Akku leer. Das heißt, ich gehe ihn erstmal aufladen und dann komme ich wieder hierher. Ich habe ihn wieder aufgeladen. Jetzt kann ich nochmal zeigen, wie er so in der zweiten Stufe driftet. Ich finde, in der zweiten Stufe hast du schon noch ganz gut unter Kontrolle und kannst wirklich coole Sachen damit machen. Ich finde, das sieht auch ganz cool aus, so das vom Fahrbild her, wie er hier so lang fährt. So, dann mach ich mal die höchste Stufe, erkennt man immer an den Farben. Rot schnellste, gelb mittel, grün langsamste und jetzt in Rot. Kannst du wirklich komplett eskalieren hier. Du kannst auch einfach nur auf der Stelle drehen. Ich finde aber so ein wirkliches gezieltes Driften ist damit schon echt eher schwierig. Das muss man dann noch ein bisschen mehr üben. Was sehr cool ist, was ich finde, du kannst auch nach vorne einfach abbremsen und erst wenn du wieder loslässt und nochmal nach hinten, fährt er rückwärts. Also du hast eine richtige Bremse hier dran. Das ist sehr nice. Das geht ganz gut. Und noch eine Funktion ist halt hier, wie gesagt, der Warnblinker. Das hatte ich, glaube ich, vorhin schon gezeigt. So, aber alleine fahren ist ja langweilig. Also hole ich mal meinen Sohn dazu. Nimm den zweiten, los. Genau, also ich fahre jetzt im Skyline. Sohnemann im BMW. Ah, okay. So. Okay, also ich würde mal sagen, die Dinger machen auf jeden Fall für das Geld eine Menge Spaß. Oder was sagst du, Großer? Ja. Jo. Genau. Also ich finde die Dinger auch geil. Und auch für Kinder, wie man sieht, super zu bedienen. Und die haben auf jeden Fall Spaß damit. Von daher freue ich mich schon auf das nächste ferngesteuerte Spielzeug, was wir uns holen. Bis bald.